Peter, Wachperson. Alles in Ordnung? Ja, da ist ein Huhn, alles gut. Oh, ein Nest. Meins. Dankeschön. Wer wohnt hier oben? Schicke Veranda hätte ich auch gern. Birnas Überreste. Hm, da wühlen wir doch mal ein bisschen in den Überresten rum. Das klingt lecker. Und dann lernen wir auch die gute Birna kennen. Oder den guten Birna, keine Ahnung. Mit den Namen hier kenne ich mich nicht so aus. Ein Lernbüchlein. Na, Zerstörung verbessert. Das ist ja super. Ich zerstöre ja so gerne alles. Stimmt eigentlich. Hey da, hallo, Birna. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Laufen die Geschäfte gut hier oben? Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ist mir aufgefallen. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Hm. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Und warum habt ihr euren Laden ausgerechnet hier aufgemacht? Meine Entscheidung war das nicht. So viel kann ich ja, euch sagen. Ja, aber wessen denn? Ich hatte keine große Wahl. Ranmir und ich sind hier aufgewachsen. Und er versäuft fast das ganze Geld, das ich verdiene. Das ist doch Symbiose, würde ich sagen. Da ich nicht genug Geld hatte, um wegzuziehen, habe ich beschlossen, es als Händlerin zu versuchen. Ihr habt etwas über ein schlechtes Geschäft gesagt? Ja, das war ganz schön dumm von mir. Ja, so siehst du auch aus. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Ja, welcher wertlose Krempel denn? Kann ich den haben? Was war das für eine Geschichte? Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Aber ich kenne da jemanden, der das tun könnte, nämlich ich. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ihr wollt es euch ansehen? Gut. Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. 50? Dann ist das euer Problem. Ein bisschen teuer, findest du nicht? Ich kann aber nicht handeln, also ist das okay. Hier, bitte. Na 50. Gut. Hier, bitte. Danke. Wenn ihr seinetwegen umkommt, ist das nicht meine Schuld. Verstanden? Doch, es ist dann auf jeden Fall deine Schuld. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich etwas wert ist, dann sagt ihr mir Bescheid, ja? Hm. Was habt ihr denn so zu verkaufen? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Zeig mir, was du so hast. Sonstiges? Dings? Zeug? Ziegenhörner, die mag ich ja. Stroh auch. Ich muss irgendwann mein eigenes Haus bauen, fällt mir auf. Irgendwann einmal. Noch Erz nehme ich auch mit. Gib her, kann ich viel von schmieden. Und dann möchtest du ganz sicher Dinge von mir kaufen, nämlich... Ich hatte doch so ein... Irgendwas. Ja, genau, die Kriegshammer, bitte sehr. Eisenschild braucht keine Sau. Ja. Und das auch. Und das. Oh, jetzt hast du noch ein Gold über. Da kannst du noch einen leckeren Keks von kaufen. Bis zum nächsten Mal. Oder ins Kino gehen für. Oder was auch immer hier ein Gold kostet. Vielleicht. Kannst du da eine Kuh von kaufen? Ich weiß nicht. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ist nie abgefackelt. Das sind aber hübsche Ruinen. Da können wir doch glatt noch einziehen. Ich fände es tatsächlich cool, wenn man sich hier einfach so eine Ruine kaufen könnte und die wieder aufmöbeln. Aber das geht ja nicht. Dafür kann man sich ein eigenes Haus bauen und ja, irgendwann werde ich das mal tun. Irgendwann. Eigentlich macht es Spaß, sich sein eigenes Haus hier zu bauen. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Nein, nur die Schlösser werden dann ein Problem haben. Ich hoffe, man hört gerade die Kreissäge draußen nicht. Da sind wieder Bauarbeiten im Gange. Tonjol, bist du aus Ton? Kaldas Familie besaß früher viel Einfluss in Winterfeste. Es ist mir eine Ehre, ihm auch jetzt noch zu helfen.
Das ist ja toll. Und du, Winterfest Krall da? Nicht sehr imposant aussehen, aber es besitzt eine sehr reiche... Winterfeste war einst die Hauptstadt von Himmelsrand, müsst ihr wissen. Eine große Ehre. Ist die Akademie gefährlich? Aber nein, das sind einfache Gelehrte, die niemandem etwas zuleide tun. Ich habe mich im Lauf der Jahre mehrmals mit Erzmagier Aren unterhalten. Und was sagt er so? Er ist äußerst höflich, wenn auch etwas zurückhaltend. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfest erfahren. Leider ist die Stadt Winterfeste, die ihr vor euch seht, nicht gerade sehr imposant. Absolut nicht. Doch ich kann euch versichern, dass sie in ihrer Blütezeit etwas ganz Besonderes war. Eine frühe Hauptstadt Himmelsrands. Wirklich? Unglücklicherweise hat die Oblivion-Krise Winterfeste in Mitleidenschaft gezogen, in mehrfacher Hinsicht. Dann verschluckte der große Zusammenbruch einen Großteil unserer geliebten Stadt. Das sagt. Welche Auswirkungen hatte denn die Oblivion-Krise auf Winterfeste? Ihr habt vielleicht die Akademie bemerkt, gleich nördlich von hier. Ja, ist mir eine sehr angesehene Stätte. Aus ganz Tamriel kamen Magier hierher, auf der Suche nach Wissen. Als die Oblivion-Krise vorüber war, gaben viele den Magiekundigen die Schuld, insbesondere den Elfen. Das führte zu großen Spannungen. Etliche Dunkelelfen wurden aus der Stadt vertrieben und den Einwohnern behagte die Präsenz der Akademie nicht mehr. Die haben die Präsenz behagt? Der große Zusammenbruch? Was soll denn das sein? Vor etwa 80 Jahren geschah ein schreckliches Unglück. Modern Talking? Die Klippen, die das Geistermeer überragten, brachen zusammen und rissen einen Großteil von Winterfeste mit sich. Die Akademie blieb bei alledem so gut wie intakt. Viele Überlebende waren argwöhnisch. Schön arg. Manche glaubten, die Magier stünden hinter dem Ganzen. Andere meinten... Sie hätten es zumindest verhindern können. Wer glaubt denn sowas? Das sind... Erzmagier Aren versicherte mir, dass seine Leute nichts damit zu tun haben. Und ich glaube ihm. Doch Winterfeste erholte sich nie davon. Das sind so dumme Verschwörungstheoretiker. Oh, also gut. Hier, da bricht was zusammen. Da sind bestimmt die Magier schuld dran. Das ist alles die Schuld der Magier. Das ist wie die Idioten mit ihren Chemtrails und sowas. Alles die Magier, die sind böse. Ich verstehe das nicht und deshalb sind sie schuld. Stadt von Himmelsrand, müsst ihr wissen. Eine große Ehre. Haben wir hier noch mehr? Da geht's zur Akademie hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, noch gehe ich nicht in die Akademie. Weil das ist ja schon und so, ne? Ihr wisst. Eisenerz, das nehme ich erstmal mit. Ich meine, die zur Magierakademie, weil ich zaubere ja eh nicht. Ich bin ja so Nahkämpfer und Bogen und so. Und das ist ja auch eine ganze Questreihe. Die möchte ich auf jeden Fall später noch machen. Man kann dann ja Erzmagier werden, wenn man das alles richtig anstellt. Aber ich glaube, das ziehe ich später durch. Es hat alles noch Zeit. Zunächst einmal, mein dringendster Wunsch ist es, in der guten alten Diebesgilde voranzukommen. Und deshalb werfe ich mal einen Blick ins Journal. Mit Calzelmo sprechen. Der ja, wie wir alle wissen... Nee, nicht in Einsamkeit. Calzelmo ist doch... Hier, in Markarth. Genau, und ich war noch nie in Markarth. Von daher ist es ein weiter, langer, anstrengender Weg. Und jetzt überlege ich mal, wo ich lang gehe. Ich bin nun hier in... Nein, hier, in Winterfeste. Ich kann noch mal nach Dämmerstern, da Aufträge erfüllen. Aufträge erfüllen ist immer super auf dem Weg. Deshalb erstmal Dämmerstern, Aufträge erfüllen. Wie? Feinde in der Nähe. Wo sind hier Feinde? Oh, da! Aha. Vampirdiener! Gib her den Scheiß. Mensch, sind hier noch mehr Vampire? Warmpiere und Kaltpiere. Nee, ich sehe keine. Also nun, Dämmerstern, Aufträge abgeben. Ja. Und dann machen wir uns auf den langen, anstrengenden Weg nach Markarth. Oder Markarth, oder wie auch immer die das in Deutsch aussprechen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, cool, große Stadt, da war ich noch nie, da will ich hin. Da ist Steffen schon ganz aufgeregt.
Seht ihr das, wie aufgeregt Steffen ist? Guckt ihn euch an. Der ist so super aufgeregt. Oder auch nicht. So, welche Gebäude müssen wir? Da, Rustlife. Der möchte gerne Nacht über Sentinel. Das ich anscheinend habe, sonst würde ich den Auftrag nicht haben. Mir war aber nicht bewusst, dass ich mir das besorgt hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was soll's. Na toll, der Penner hat abgeschlossen. Und wenn ich ihm die Tür aufknacke, dann nervt er bestimmt. Dann gehen wir noch schnell zum Silo, oder wie der heißt. Und bringen ihm das Heft seines geliebten Dolches. Mit dem er garantiert keine bösen, dunklen Dämonen beschwören will. Das wäre ja verrückt, wenn er das vorhätte. Heda, Trottel! Wie sieht es aus? Habt ihr eines der Klingenteile? Das Heft von Miruns Klinge, wie versprochen. Habt ihr den Griff ausprobiert? Ist es Nein. nicht unheimlich, wie er sich völlig der Hand anzupassen scheint? Nein. Hier ist euer Gold. Danke. Jetzt fehlt nur noch der Knauf. Aufregend, oder? Junge, was dich so aufregt. Wenn ihr Aber mich bitte. Sucht, ich kümmere mich um das Musik. Ich versuche nicht über die geistig Armen zu urteilen. Habe gehört, Jolo. Dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Total, habe ich auch gehört. Dämmerwacht, check. Steffen. So, Rustlife. Ich muss da jetzt mal einbrechen. Ich will ihm sein Buch geben. Hallo, ich wollte dir ein Buch geben, deshalb bin ich bei dir eingebrochen. Darf ich dich ansprechen? Kann eine Frau nicht mal einen Moment... Ihr habt hier nichts verloren. Na toll, er will nicht mit mir reden, weil mitten in der Nacht und eingebrochen. Nee. Warten. Och, ist ja auch 4 Uhr. Da ist er bestimmt froh, dass ich ihn geweckt habe, weil er muss ja eh gleich aufstehen und die Kinder zur Schule fahren. Unterricht beginnt um 5. So, warum sollen Kinder ausschlafen, wenn ich das nicht darf? Rustlife. Braucht ihr einen Dolch? Ich habe das Buch gefunden, das ihr haben wolltet. Guck mal hier. Ich weiß ja nicht, was die Rotwardonen an Büchern finden, aber meine Seherin wird sich sehr darüber freuen. Vielleicht ziehen sie sich damit an, um sich zu wärmen. Lass mich euch ein paar Schmiedetechniken zeigen. Ja, Schmiedetechnik. Flupp, Schmiedekunst verbessert auf 88. Danke sehr. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Mal so, mal so. Ja, Zaubertränke willst du haben. Da habe ich immer zu viel von. Ausdauer braucht kein Schwein. Kräftige Heilung, kräftige Magika kann weg. Nebenbei noch ein bisschen das Inventar leeren. Wasseratmung, nee. Und hier, lecker Fasanenbrust. Lecker, lecker, lecker. Ziehst dir rein. Da. Was hast du denn da? Ebenerz? Eisen? Eisenerz? Ich kann ja ein bisschen was schmieden. Ich kann ja jetzt Ebenerz schmieden. Stimmt ja, geil. Gib her den ganzen Kram. Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Unbedingt. Gerben wir zunächst noch ein bisschen. Du hast keine Schmelze. Hast du echt keine Schmelze, Junge? Wie schmilzt du denn Dinge? Na egal. Ebenerz. Ebenerzbogen. Wie schick. Wie schick. Moment, achso, ich kann ja auch so vergleichen. Ich habe ja, und zwar folgendes. Nord, genau. Was macht ein Nordbogen? Macht 31 Schaden normalerweise. Ebenerzbogen macht 40. Geil, her damit. Kriegsaxt 32 beim Nord. 25. Geil. Her damit.
Ebenerz Rüstung. 124, Nord. Auch 124. Dann sind die ja gleich. Dann muss ich die ja nicht unbedingt wechseln. Trifft das denn hier für alles zu? Auch für die Stiefel zum Beispiel? 47? Nein, da ist die Rüstung, die Rüstung, natürlich Rüstung, aber Ebenerz besser. Denn, ich mach mal Ebenerz. Die sehen einfach auch geil aus. Muss man einfach mal so sagen. So, Panzerhandschuhe. Stiefel. Rüstung. Schild. Alles. Komm, komplette Lage. Können wir sonst noch was zusammenbasteln? Ach, muss jetzt auch nicht. Stattdessen ziehen wir uns mal um. Oh, ich bin schwer beladen. Oh, jetzt wird's super. Pass auf. Hier eben erst Handschuhe, Rüstung, Schild. Ich habe mir keinen Helm gemacht, oder? Stiefel. Habe ich mir echt keinen Helm gemacht? Egal, eben erst Schild. Hochwertig. Ach so, ich hatte schon eben erst Schild. Oh, ich bin ein Trottel. Trottel, Trottel, Trottel. Und Waffen wollen wir auf jeden Fall auch. Ich hatte auch schon einen Ebenerzbogen. Wie gut, dass ich das klug mitbekommen habe. Aber eine Ebenerzkriegsaxt, die ich noch verbessern müsste, damit sie besser wird. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, ja. Hast du so eine Verbesserungsschmiede-Dings? Nein, was hast du überhaupt? Junge. Ich aber... Braucht ihr einen Dolch? Eventuell brauche ich Geld und muss hier irgendwas loswerden. Pass auf, du willst hier den schlechteren Bogen, den brauche ich jetzt eh nicht mehr. Ich tausche auf jeden Fall gegen die Ebenerzkriegsachse. Die finde ich geiler. Die werde ich gleich noch ein bisschen aufpimpen. Ich weiß nur noch nicht wo. Also kannst du die haben. So. Kleidung, den Schild auch, den ich jetzt doppelt habe. Klug wie ich bin. Und ich muss auch einen neuen Helm irgendwie. So, die ist egal, weg damit. Weg damit, weg damit. Und weg damit. Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Ich überlege es mir. Ich helfe meinem Gatten Russ. So, dann legen wir mal diese nette Waffe an und favorisieren die auch. Und bleibt die Schmiede zu führen. Wenn es um Stahl geht, ist er ein wahrer Künstler. Ich brauche als eine anständige Schmiede, so wo ich meine Dinger verbessern kann. Und ich weiß, die finde ich in, wenn ich mich jetzt hier mal zurechtfinde, Weißlauf. Genau dort. Und da reise ich nun hin. So, wenn ich da meine letzten Rüstungen verbessert habe und so weiter, dann habe ich hoffentlich auch mein Inventar und Handeldings ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und dann geht's weiter.